Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, wie ihr seht, wir wurden nicht gebadet. Wir haben Samstag, 12.22 Uhr. Ja, bin gespannt, was hier noch geht jetzt. Ja. Wir brauchen Scrappy Scrap. Können wir schon mal hier reinlegen. Ja, wie ihr seht, immer noch alleine. Mach. Der Sturmbolt war schon mal da. Ja, wie ihr seht, habe ich hier gestern noch die Wände weggemacht. Hab auch extra hier zwei verschiedene Skins genommen, damit man hier schnell rafft. Hier ist der Ausgang. Die Treppe muss da nochmal weg, da ist auch nochmal was vor. Ja, den Scheiß können wir hier mal wegmachen. Gut. Ja. Wir sehen ein paar Bäumchen gewachsen. Ja, schauen wir mal, was geht. Also, wir brauchen ja eigentlich alles. Ressourcen. Und vor allen Dingen halt Scrap Attack. Deswegen, ich werde mal eben ein bisschen Holz machen. Vielleicht gucken, ob hier noch der eine oder andere Stony in der Nähe liegt und dann gehen wir Richtung Straße. Weil die Base jetzt weiter ausbauen alleine werde ich nicht. Ich werde vielleicht nochmal da, wo die Türen sind, eventuell nochmal was machen. Dass da nochmal eine Ladentheke hinkommt. Aber mehr auch nicht. Ja. Mal hier eben so die Lage um unsere Butze rumchecken. Und nebenbei ein bisschen Holz mitnehmen, ein bisschen Ressourcen, was so rumliegt und Stein. Die Butze ist auch schon wieder weg, oder was? War ja ein kurzes Gastspiel hier auf dem Server. Ja, werden sie wahrscheinlich gewählt haben, oder was? Da war stand es auf jeden Fall an dem Mast. Naja, soll mir Wumpe sein. Wir wissen, wo zur Not aktive Nachbarn sind. Das ist kein kleinste Problem. Ja, ich nehme jetzt hier erstmal das, was auf dem Boden liegt, mit. Kein Bock hier gleich schon wieder am Start, wieder hier ums Kreuz rum zu tingeln. Mit der Hacke hier musst du das halt machen. Weil sonst einfach zu wenig Ressourcen kriegst. Deswegen nehme ich das, was hier rumliegt. Na komm, ich gehe nochmal hier runter. Die drei dicken hier nehme ich noch mit. Vier. Sollten wir auch zweieinhalb haben. Ja, nicht ganz. Ich glaube 200, die einsamen Bäumchen, ne? 10 Schläge oder was? Das waren 11. Naja, gut. Ja, ich kann euch nicht sagen, wer hier heute dazukommt, wer nicht. Wie gesagt, der Natrixer ist krank. Da habe ich noch nichts davon gehört. Der soll sich auch mal lieber auskurieren.
Ist natürlich wichtiger. Ich sag beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, ich denke mal, der Sturmhof, wenn er ausgeschlafen hat, der wird halt bis heute Morgen irgendwann arbeiten. Da gehe ich mal davon aus, dass er auf jeden Fall noch kommen wird. Im Laufe des Tages. Ich bin gesagt, er soll erstmal auspennen. Ja, ansonsten der Elektromeister, dem der Rechner abgeraucht ist, da rechne ich eigentlich auch nicht mit, dass er heute aufschlägt. Ja. Ansonsten wollte noch jemand kommen. Habe ich heute auch noch nichts gehört. Bestimmt noch ein Knacken oder was. Keine Ahnung. Wir werden sehen, Leute. Ansonsten zur Not. Ziehen wir das jetzt hier auch solo durch. Haben wir hier keine Probleme mit. Lang genug solo gespielt, ne? Riskier's. Ja, hier 110 Leute. Ich denke mal, heute Abend wird das Ding wieder knüppeldick voll sein hier. Ja, vielleicht nicht mehr ganz so. Man weiß ja nicht, was hier schon weggeradet wurde und so weiter. Und der ist wichtig. Ich brauche ein paar Eisen, weil wir haben nichts mehr. Ein bisschen hatte ich noch, aber. Für Ladentheken bräuchten wir halt auch Fragmente. Und in den Bauschrank müssen eigentlich auch mal ein paar rein. Ja, das Problem ist halt, wir müssen hier ganz, oder ich muss irgendwie zusehen, dass ich hier echt schnell an eine Waffe komme. Nur mit Bogen. Ja, ihr habt es gesehen, gegen andere Bogen-Johnnies geht was, klar. Aber davon gibt es hier auf dem Server nicht mehr so viele. Wie gesagt, Samstagmittag. Donnerstagabend war Vibe, also. Wir werden es eventuell gleich erleben. Die Straße lang smashen. Ich werde es kurz reinbringen, dann kann ich schon mal den Ofen anmachen. Ich meine, diese Nackten, die hier rumliegen. Können wir hier auch erstmal hier. Ich mache das aber mal hier rein. Ja, das sieht ja auch mau aus, ja. Naja, kommen wir auf fast 200. Ja, ich weiß, ein bisschen zu viel Holz, scheiß drauf. Ja. Wie gesagt, sieht mau aus. Ihr seht, 260. Na, hier mal nochmal so vor. Können wir schon mal dabei packen. Ja, auf jeden Fall danke für die Inspiration. Hier. Werde ich wohl mal in Zukunft auch mal so umsetzen. Ich mir natürlich überlegt habe, normalerweise hätte es doch auch gehen müssen. Könnte ich doch, hätte ich hier doch auch noch eins dran setzen können, oder? Mal einen Bauplan. Geht natürlich jetzt nicht, weil die Forges da stehen. Aber normalerweise, wenn ich das richtig verstehe, hätte ich hier ans hinsetzen können. Ja, was denn jetzt los? Ach, Leute, ich weiß auch nicht, ey. Ja gut, da mache ich jetzt keinen Cut für. Müsste jetzt hier mal eben eine Minute mit mir ausharren. Keine Ahnung, was der hat. Zum Glück war ich in der Butze, ey. Da gibt es dann ja auch schon mal so gehabt, so eine Effekte hier, der Server.
Beim Grafik ist auf jeden Fall jetzt ganz anders, ne? Ist mir gestern schon ein bisschen aufgefallen, aber jetzt gerade auch wieder. So die Texturen. Ja. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, ist jetzt eh so ein bisschen zweitrangig hier. Juti. Tja. Das ist alles, was ich habe, Leute. Mehr ist nicht an Bewaffnung oder Heilung oder sonst was. Naja. Gehen wir unseren altbekannten Weg. Die Butze ist auch weg da. Also ihr seht. Ja gut, alles was gebadet ist, die Leute machen natürlich alle im Bau schon kaputt. Macht für uns hier die Geschichte nochmal ein bisschen ruhiger. Man könnte eventuell auch hier unten noch eine Base dann hinbauen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja gut, wie gesagt, wir müssen gucken, wer heute kommt, wer dazu stößt, wer nicht. Und ja, leider ein bisschen schade, war alles ein bisschen anders geplant. Aber ja, was willst du machen, ne? Da machst du nix. So ist der Lebe. Ihr habt ja lang genug auch nur Solo Rust Gameplay von mir gesehen. Von daher werdet ihr das verkraften, wenn ihr jetzt erstmal ein paar Folgen. Dafür steht da eine neue Butze. Solo seht. Ja, oder gehört die vielleicht zu der etwas größeren daneben? Schwer zu sagen. Ich guck mal hier, unsere Kiste sollte hier noch stehen. Brauche ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Tja. Hier lief einer. Da unten ist er. Kleine nackte Drecksau. Jetzt rennst du ins Airfield rein oder was? Schien aber alleine zu sein. Frage, wo er hin ist. Ich guck mal.
Keine Ahnung, Leute. Ist doch schon wieder dunkel, oder was? Ist nicht euer Ernst, ey. Jetzt mal, wenn ich Richtung Straße gehe. Ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Ich hätte natürlich mal auch gezielter befolgen sollen. Will ich ja gerade bei vorne noch mal rumgehen und hoffen, dass er gleich rauskommt. Die Kisten hat er schon alle mitgenommen, wie es ausschaut. Na gut, wenn natürlich jetzt hier ein bisschen Loot spawnt. Sich das erledigt. Ding nicht so scheiße langsam mehr. Ich bräuchte mal was für Wasser, Junge, wenn du mir schon komische Blueprints gibst. Ja, ich hasse es, auf die LKWs hochzugehen alleine. Keine Ahnung, da ist noch irgendwas weggefallen. Ein Regal, das wäre natürlich awesome. Ist weg vom LKW. Ja? Natürlich. Stoff ist natürlich gut. Ich habe gestern noch Stoff verballert für die scheiß Bögen alle. Jetzt habe ich natürlich die Hacke nicht mitgenommen. Ich hält. Ja gut, ich muss mich Richtung Heimat machen, Leute. Das macht keinen Sinn, wenn es dunkel wird. Ja. Hat sich nicht wirklich gelohnt hier. Na gut, ich kann ein Regal setzen. Wenn wir es nach Hause kriegen. Aber hier ist halt schon ganz gerne genug Scrap mitge... Ja, unglaublich, ne? Greift dich das Huhn an und gibt dir noch Schaden rein. Zwei. Ich hätte ganz gerne genug Scrap mitgenommen, dass wir hier hätten... Müssen die Hatchet lernen können, aber. Ja, vielleicht hätte ich den gerade da verfolgen sollen. Vielleicht hat der was beigehabt. Aber hätte, hätte, ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, kriegst du eine Fresse, machen wir. Ja, abzusehen. Deswegen, wie gesagt, also selbst mit Revolver bist du total unterlegen, aber Revolver wäre schon so das Minimum, ne? War das S18? Hier hackt einer. Wenn man den ersten nicht setzt, ist schon schlecht. Ernsthaft, Junge? Hast du schon so viel Holz mit?
Ja. Da es dunkel wird, macht es wenig Sinn, dem hinterher zu rennen. War gut zu wissen, dass hier die Ecke auch noch jemand rumeiert. S19 war das am Kreis. Finde ich da im Dunkeln eh nicht mehr. Der war aus der Butze auf jeden Fall, das wissen wir aber jetzt auch. Denn. Hau ab, mein Freund. Ja, komm, jetzt sind schon so viele Pfeile drin. Genau bei ihm bei der Butze oder was, ey. Genau, komm mal hier hoch, das ist viel besser. Gut, da ist er. Ach, Junge. Auch getroffen, mein Freund. Scheiße. Komme ich auch nicht mehr weg, ey. Keine Deckung ab hier. Ja. Auf jeden Fall wird schon wieder hell, Leute. Ja, wenn der auch zu der Butze gehört. Sieht schon schlecht aus, eben ist halbautomatisch, wie nur mit Bogen. Kann aber auch sein, dass der. Und das zugehört. Na, da läuft doch rum, hat er gesehen, dass er das Waffenlicht angemacht. Na, der hat bestimmt gedacht, ich gehöre zu der Butze da. Gut. Ja, ich weiß, wie der zählt, aber jetzt bin ich schon hier. Soweit ist nicht mehr nach Hause, dann bringe ich es kurz weg. Ist zwar nicht viel, aber das Stoffen ist nicht so wenig. Ja, und Regal ist natürlich auch nicht so schlecht. Außerdem müssen wir uns ja mal healen. Ja, gegen halbautomatische kannst du jetzt nicht so viel gegensetzen. Ne? Der erste hätte ein Heady sein müssen mit dem Bogen, dann hätte es vielleicht eine Chance, hier nochmal irgendwie ein, zwei Mal zu hitten. Ich habe ja auch zwei Zahnräder, oder nicht? Oder ich glaube, wir brauchen nur eins für eine Armbrust. Aber generell könnten wir halt mal eine Armbrust machen. Gerade für den
Ersten Schuss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier schon wieder rumeier, Leute. Ganz ehrlich. Da ist er sich. Sollte eigentlich bei unserer Butze sein, hier irgendwo. Ah, hier, wo es leuchtet. Die kurze Lok leuchten. Ich war ja so schlau und hier wenigstens eine Fackel reingepackt. So. Ich habe jetzt hier so einen schönen Teppich. Ich wollte mal gucken, ob der... Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr wegen den Schlafsäcken, ey. Ob der echt Komfort bringt. Nicht wirklich. Juti, jetzt muss ich hier die beiden Kisten eigentlich nochmal wegnehmen. Es ist eh noch ein bisschen Nacht, das will ich eben machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Ja, wie gesagt, ich hexe hier ein bisschen rum. Und dann gehen wir gleich nochmal los. Bis dann, ciao.